Wir stehen heute hier, um in stiller Trauer unserem guten Freund, dem Internet, zu gedenken. Getreu dem Motto, hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa, will uns eine Versammlung aus alten Damen und alten Herren, welche das Wort Internet noch nicht einmal buchstabieren können, eben jenes wegnehmen. Eine ganze Generation verliert die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung, verliert die Vielfalt und die Mittel, sich unabhängig zu informieren. Eine ganze Generation verliert ihr Zuhause. Die Medienkonzerne und Presseverlage, welche die aktuell anstehende Urheberrechtsreform vorangetrieben haben, sind bereit, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Menschen in ganz Europa ihre Existenzgrundlage zu entziehen. Und das nur, weil sie aus einem wirtschaftlichen Interesse heraus Konkurrenz ausschalten wollen. Menschen, die an dieser Reform berechtigte Kritik äußern, werden von eben jenen Presseverlagen öffentlich als Lügner diffamiert und als Hysterietreiber beschimpft. Als Grund für die Reform wird vorgeschoben, die Rechte von Künstlern und Urhebern besser schützen zu wollen. Und doch sind sie diejenigen, die am schlimmsten darunter zu leiden haben, und es sind auch die, die am lautesten protestieren. Mit Artikel 11 wird ihnen ihr Zitatrecht eingeschränkt. Artikel 12 treibt sie in Knebelverträge noch nie dagewesenen Ausmaßes. Und zu guter Letzt wird ihnen mit Artikel 13 dann auch noch die Plattform entzogen, auf welchen sie ihre Inhalte veröffentlichen können. Die Mittel, mit welchen versucht wird, diese Reform durchzudrücken, sind perfide. Es wird mit Druck gearbeitet, mit Drohungen, mit sehr viel Geld, mit Verleumdungen, es werden Gerüchte gestreut und all die Auswirkungen der Reform werden heruntergespielt. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen, versicherte man den Berlinern vor 50 Jahren, und nur einen Tag später blickten sie auf graue Ziegelsteine, hohen Stacheldraht und heiße Gewehrmündungen. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Und doch tut diese Reform dies. Eine Mauer um Vielfalt, eine Mauer um Kunst und eine Mauer um unabhängige Berichterstattung. Niemand hat vor, die Pressefreiheit einzuschränken, verlautete es vor nicht allzu kurzer Zeit aus der Türkei. Und schon kurze Zeit später hatten viele Journalisten die Möglichkeit, die marode Inneneinrichtung türkischer Justizanstalten von innen zu betrachten. Niemand hat vor, die Pressefreiheit einzuschränken. Und doch tut diese Reform dies. Die Pressefreiheit von Bloggern, von YouTubern, von privaten Nachrichtenseiten, von Startups und von allen anderen, die keinen riesigen Medienkonzern hinter sich stehen haben. Niemand hat vor, zu zensieren, erzählt man heute 740 Millionen Menschen in ganz Europa. Niemand hat vor, uns den Mund zu verbieten und uns wieder wie damals mit gleichgeschaltetem Programm zu bespielen. Niemand hat vor, die Macht großer Medienkonzerne zu Lasten kleiner Startups und mittelständischer Unternehmen zu zementieren. Niemand hat vor, aus einem rein wirtschaftlichen Interesse den Wohlstand unserer Gesellschaft zu mindern, Innovationen aufzuhalten und unsere Freiheit im Internet einzuschränken. Und doch tut diese Reform dies. Und weil eine einzelne Minute nicht ausreicht, um auf die drastischen Auswirkungen der EU-Urheberrechtsreform aufmerksam zu machen, rufe ich hiermit zu einer Stunde der Ruhe auf. Wir werden eine Stunde lang still protestieren und an all das gedenken, was uns durch die Reform verloren geht. Dankeschön.
Thank you.